Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist wieder soweit. World of Tanks ist wieder am Start und zwar mit einem Replay vom Warcom 3000. Vielen Dank dafür. Ausgesucht habe ich mir einen Centurion 7-1, weil ich den Panzer einfach auch selber nicht habe. Ich habe bei den Briten so gut wie gar nichts, muss ich sagen. Und das ist der Grund, warum ich mir dann den jetzt hier ausgesucht habe. Es ist ein Neuner. Man sieht hier auch ganz klar, er spielt hier mit einem Zugpartner zusammen. Neuner Medium, der Briten eben. Was dem Panzer auszeichnet, was ich zumindest immer gehört habe, dass der eine super coole Einzielzeit hat, dass die auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Was man aber sieht, natürlich von der Geschwindigkeit her, ist er etwas unterlegen. Ganz, ganz gut hier im Vergleich mit dem T54. Also um die 40 km/h, so. Ist jetzt nicht so der Brüller. Es ist okay, aber es ist auch nicht so, dass man sagt, hier Speedy Gonzales. Aber mal schauen, was er reißt. Ansonsten, von den Teams her, das tendenziell bessere Team hat er. Steppen, ganz klassisches Begegnungsgefecht. Und ja, mal gucken. Oh, Minimap. So. Da vorne hat der T54 schon aufgemacht. Ne, das war noch nix. Aber vielleicht den 50-100, da könnte er ja, wenn er... Ganz, ganz, ganz... Ah, okay, jetzt hat er hier schönes... Also Schaden her ist okay. Da glaube ich, kann man nichts sagen. 400er Schelle. Und ja, er zielt echt schön ein. Das muss man schon sagen. Ja, das zeichnen die Briten auch im Allgemeinen immer aus, deren Einzielzeit. Also, das ist auch schon beim 8er und 7er so. Der Komet und so. Also die müssen alle von dem her sehr, 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 sehr spaßig sein. Also die Kanone ist ein definitives Plus bei den Panzern, was ich so gehört habe. Auf kurz oder lang ist es auch was eventuell, was ich mir mal noch anschauen will. Wenn ich mal meine Baustellen mal abgefrühstückt habe, aber wie gesagt, so zwar etwas schlechtere Panzerung, aber was etwas ja, schlechtere Panzerung, aber wie gesagt, dafür coole Kanonen. So. Nein, den kriegt er auch noch ganz gut. Er hat ihn sogar gekettet dabei. Ja, der Type hat jetzt gerade eine uncoole Assist-Situation. Der wurde. Ja, da war er recht alleine vom Team. So, IS-3. Also, er schaut schon lustig aus. Ich muss auch sagen, ich finde den Panzer optisch auch ganz gelungen. Also, das ist jetzt. Genau, vorne drauf. Einzige kleine Manko, das mache ich aber selber auch gern, deswegen will ich da gar nicht zu viel lästern. Er ist jetzt rausgefahren, bevor er nachgeladen hat. Gut, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Vielleicht war der HTS-3 auch sicher schon geschossen. Aber da einfach mal ein bisschen selber drauf aufpassen. So, T54 ist natürlich. Der macht ihm auch Aua. Da kommt er auf jeden Fall durch. Beim T54 mit dem Autoloader muss man einfach auch immer aufpassen. Aber er spielt es hier ansonsten ganz schön, muss man sagen. Ja, der T54 selber hat gleich gut eingesteckt. Ob er unbedingt nochmal Bock auf den zweiten hat, weiß nicht, aber jetzt. Ah, jetzt ist sein Mate leider erschossen worden. Guter Arti-Support auch direkt. Der war wichtig. So, was machen die Gegner jetzt? Warum der T54? Na, der schießt natürlich, okay, der hat rechts noch ein paar mehr Gegner. Also er kann jetzt hier wirklich schön wirken. Auch noch angezündet. Also bis jetzt läuft es ja wirklich sehr, sehr gut für ihn, muss man auch wirklich so sagen. Das macht er jetzt klug. Der lässt sich jetzt nicht den Schuss ziehen. Genau, und jetzt, wo er wegkommt, weiß er genau, jetzt kann er ihn in Ruhe den einen verpassen. Und dann war es das auch. Ja, jetzt war er raus, ohne nachgeladen zu haben, aber gut, bei dem Gegner ist es jetzt gerade kein Problem. Der war jetzt wirklich nicht. Da war es klar, dass er den Turm vorher nicht mehr drehen können wird.
So. Na, jetzt will er, genau. Der war schön. Gutes Objekt. An sich ein uncooler Gegner, aber mit dem Medium natürlich. Mal schauen, ob er was packt zum Fahren. Schaut nicht auf ihn, schaut ganz gut aus. Genau, im Fahren, sehr schön. Genau, und jetzt, perfekt. Besser kann man es nicht machen. Man könnte jetzt sogar noch ketten, aber egal. Wie gesagt, wenn ihr einen TD habt mit nicht schwenkbaren Turm, dann fahrt das Ding einfach und dann war es das eh. Also sobald ihr einmal am Heck seid oder auf der Seite, langt schon vollkommen, kann euch eigentlich nicht mehr viel passieren. So, jetzt denke ich mal wieder schauen, ob er die Arti findet. Da glaube ich, sollte auch gute Chancen haben. Leopard fahrt nämlich eh auch ein Stück weg. Das Team capt jetzt schon mal. Ist eigentlich ganz klar. So, das dürfte ein One-Shot sein, wenn er seiner ist. Ja, genau. Leopard war ein bisschen zu spät. Konnte er nicht stealen. So, und jetzt ist noch der Tiger hier. Ja, genau, der hat sich auch so gut wie gar nicht bewegt. Von da sei von seiner Stelle weg. So, nach wie vor interessiert ihr das nicht, dass er links geht. Ah, doch, jetzt dreht er rum. Und rechts ist ja noch ein ISO. Das ist ja spaßig. So, aber klar, jetzt natürlich erstmal den Tiger wegnehmen, weil der Panzer ist der, der ihn auch jetzt wirklich beschädigen könnte. Und auch tut. So, und jetzt wird die ISO erst interessant. Mal gucken. Sollte eigentlich wieder umfahren. Ah, jetzt. So, jetzt gibt mal ein bisschen Gas. Ja, der Leopard kommt jetzt von hinten ran. Hat jetzt geschossen und jetzt dürfte es sein Kill sein. So, jetzt hat er sich den fünften geholt. Ja, für den sechsten wird es jetzt. Ja, wobei, aus dem Cap ist der rausgefahren. Nur noch der TR-28 drin. Er schreibt auch No Cap, please. Klar, will er natürlich jetzt den. Will jetzt Top Gun haben. Ist ja nachvollziehbar. Würde ich wohl auch so machen. So, also es schaut, glaube ich, für ihn ganz gut aus, dass er den bekommt. So, der T28 schreibt auch okay. Also wird wohl auch rausfahren. Würde ich aber an seiner Stelle auch erstmal warten. Bis zum Ende, weil eventuell dreht sich das Game, man kann ja da nie wissen. Deswegen immer ein bisschen erst nochmal im Cap warten. Im Zweifel kann man immer noch rausfahren, wenn man so freundlich ist. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob er den noch bekommt. Zwei vermeintliche One-Shots für jeden im Team sozusagen. Der Leopard hat sich da jetzt schnappen lassen. Ah, oh, prallt ab. Unglaublich. Wie soll es auch anders sein? In der Regel, der letzte klappt nie. Jetzt muss er ein bisschen Risiko gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, nimm doch den. Ja, genau. Nein! Oh, Mann. Kannst du doch einen sicheren Schuss erlauben. Also jetzt sieht man hier, das Team wirklich will ihn den auch lassen, weil die hätten alle schon lange den abschießen können. Ja gut, okay, der IS wohl nicht. Der T-34 hat es wohl gemacht. Aber jetzt kommt ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Drop Gun sehr wohl verdient. 7500 Schaden. Schöne Runde. Warcom, Glückwunsch, war eine richtig schöne Runde. Ich tue natürlich hier auch das Replay wieder posten, beziehungsweise den Link zum Replay, dass ihr auch das Gefechtsergebnis sieht. Aber ich denke, hier kann man sagen, gute Runde, schönes Ding, hat mir Spaß gemacht zuzuschauen und mehr davon. Hoffe euch auch. Deswegen lasst mir ein Abonnement da, würde mich freuen. Ansonsten
Dickes Drucki und bis bald. Servus.